Ich höre zu. Fürs Erste. Worum geht Sie es wie Ihre wünscht? Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Das müssen wir erst warten, bis der Scheiß weg ist. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie Lacht weiterziehen an. Können. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern. Ach, halt doch die Klappe. Können. So, das ist schon mal abgeklungen und wir können nach Beregost hoffentlich jetzt endlich. Ja, danke. Wie ihr wünscht. Wo haben wir Gurke getroffen eigentlich? Keine Ahnung, wo Gurke nochmal war. Also suchen wir am besten. Also ich weiß, hier war er nicht drin. Es gibt nur brennender Zauber, rote Garbe oder windiger Schwindler. Aber ich glaube im roten... Nee, ich glaube der war wirklich im windigen Schwindler unten. Worum? Ja? Wie kann ich helfen? Können wir auch im windigen Schwindler schlafen, unseren Schrott hier verkaufen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich glaube, Gurke, der streunt hier hinten rum, oder? Nee, Gurke war doch nicht hier. Ich glaube, Gurke war... Weil hier war Björn. Dann rasten wir erstmal. In dieser Nacht beherrscht Blut eure Träume, wobei es sich nicht um Blut an einer Klinge oder euren Händen handelt, sondern um einen reißenden roten Strom, der sich seinen Weg durch die Reiche bahnt. Eine Flut, die sich über Felder und Wälder erstreckt. Ein Meer aus Blut, das euch bis an den Rand der Welt schwemmt und ins Nichts abzufließen droht. Dieses Blut wirkt sehr furchteinflößend. Mit ungeheurer Kraft schwemmt es alles davon, was versucht, Widerstand zu leisten. Es ist wie ein Monster, das sich durch nichts aufhalten lässt. Könnte man von oben einen Blick darauf werfen, würde es scheinbar die ganze Welt mit seiner rötlich-schwarzen Umklammerung bedecken. Solch ein luftiger Aussichtspunkt ist euch jedoch nicht vergönnt. Ihr befindet euch inmitten der Überschwemmung und könnt sehen, dass sich das Blut nicht in seiner Ganzheit fortbewegt, sondern voller Ströme, Strudel und Unterströmungen ist. Befindet man sich gerade in einer ruhigen Zone, bleibt einem ein kurzer Moment zum Atmen, während man jedoch im wilden Strudel das Gefühl hat, auseinandergerissen zu werden. Doch letztendlich scheint der Blutstrom ziellos umherzufließen und keinen rechten Antriebswillen zu besitzen. Eine Eigenschaft, die euch selbst im Überfluss zuteil ist. Ihr mögt zwar in seiner Mitte gefangen sein, doch wenn ihr genügend Entschlusskraft hättet, könnte sich euch eine Überlebenschance bieten. Euch stehen noch verschiedene Möglichkeiten offen. Und es müssen noch Entscheidungen getroffen werden. Als sich die Flut ihren Weg vorwärts bahnt, steuert ihr in eure eigene Richtung. Auf einem Schiff, das auf den Namen Beharrlichkeit getauft wurde und dessen Segel aus Entschlossenheit gemacht sind. Eine plötzliche Welle treibt euch wie beabsichtigt von eurem Kurs ab. Scheinbar besitzt die Flut doch einen eigenen Willen und konnte es nicht länger ertragen, dass ihr den Ritt auf ihrem Rücken offensichtlich genossen habt. Okay. Ja, wir haben nochmal Gift verlangsamen gekriegt. Halt, warte, ist das da Gurke? Ja, das ist Gurke. Also ist er doch hier gewesen. Meine Laune ist schon schlecht genug. Pack das Ding weg, verdammter Narr. Ich bin jetzt eine verdammte Touristenattraktion. Das bringt einen Haufen Geld ein. Den Umhang zu verlieren, was da das Beste, was mir passieren konnte. Jetzt brauche ich mich nicht mehr so mühsam durchzuschlagen. Nee, beidet den blöden Umhang und lebt wohl. Ich bin zum Mantelwald gereist, habe Gurkes Umhang mit zurückgebracht und das alles für nichts. Es scheint, als ob seine missglückten Abenteuer hier in Beregost zu einem kleinen Volkshelden gemacht haben. Die Menschen werfen ihm Geld vor die Füße, damit er mit seinen Geschichten prahlt, aber davon will ich jetzt nichts mehr wissen. Ich pfeife auf ihn und auch auf den Umhang, den er mir überlassen hat. Dabei ist das ein guter Umhang gewesen, soweit ich weiß. Wir
Welcher von beiden war das? Ich glaube, das war der, den Safana trägt. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. So. Wie spät haben wir es? 6. Stunde. Da dürfte die Schmiede schon offen sein, hoffe ich mal. Ihr braucht nur zu fragen. Dann verkaufen wir hier mal. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Ja. Oben, Rüstungen, Speer plus 1. Probe des bösen Erzmagiers, Abwehrarmbänder. Wenn alle mal weg. Schienenpanzer, Plattenpanzer. Den könnte ich mal erst behalten, wobei er ist nicht so besonders gut. Also weg damit. Und der Lederwams kann auch weg. Gott, haben wir jetzt Geld. So. Wasseropal, Granaten können weg. Granate. So, die Ringe und so kann ich hier nicht verkaufen. Ja, ich werde mich. Dann muss ich wahrscheinlich zur hohen Hecke rüber. Ihr braucht nur zu fragen. Jetzt aber erstmal hierher. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Fasst mich nicht an. Ich bin super wichtig. Ihr müsst mächtige Helden sein, dass ihr solchen Ungeheuer zum Fall gebracht habt. Ich nehme den Lymphonkopf und überreiche euch eure wohlverdiente Belohnung von 2000 Goldmünzen. Ja. Für das Abliefern eines Lymphonkopfs bei Kedah wurde ich reichlich belohnt. Zweifellos werden sich diese 2000 Goldstücke noch als nützlich erweisen. Ist jetzt die Frage, ist... Ja, Koran der Lymphomjäger ist abgeschlossen. Okay. Fasst mich nicht an. Ich bin super wichtig. Kann ich die restlichen Lindwurmköpfe bei dir verkaufen? Nein, natürlich nicht. So, jetzt brauchen wir erstmal Heilung. So. Wie kann ich? Ich werde mich im Hand. Geld haben wir nämlich genug zum Heilen. Hecke. Das war die nicht. Ich wollte einfach speichern. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Mal gucken, wo sind wir? Hier sind wir. Ja, da ist Kivan. Ja. Ja, man muss warten. Okay. Ewig warte ich nicht. Die Frage ist, wenn ich ihn jetzt kurz in mein Team aufnehme, ob ich dann seine Quest abschließen kann. Worum geht es dir, braucht nur zu fragen. Was wollt ihr? Ja, zusammenschließen. Dann entfernen wir mal kurz Safana. Vielleicht werden wir uns wieder treffen. Das hat aber seine Quest nicht beendet, gell?
Ich sehe sie gerade nur nicht mehr. Nera abgeschlossen. Doch, die scheint jetzt weg zu sein. Also komplett weg. Also ich bin gerade blind. Hier war sie nicht. Hier ist sie auch nicht. Wenn, dann war sie hier. Na gut, ich bin froh, dass ich sie los bin. Ich fühle mich so sinnlich. Ja, dann komm mal wieder mit. Lasst mich in Ruhe. Ja, es ist Zeit, getrennte Wege zu gehen. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. So. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das war einfach jetzt mal ein kurzes Intermezzo, um die Quest loszuwerden. Jetzt gehen wir noch schnell Zeug verkaufen und dann reisen wir. Hierhin und speichern dort. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Warum wohne ich bloß in so einem Kaff? So. Hä, warum habe ich einen Edelsteinbeutel? Ach so, den hat Safana mir übergeben. Die eine Kette ist verdammt viel wert, ey. Ich glaube, da werde ich die auch erstmal behalten. So. Die Sachen kannst du... Oh, du kaufst mir den Würmköpfe ab. Gut. Tranktasche, Pfeile. So, Behälter öffnen. Schutzformeln will ich nicht verkaufen. Schutz vor Versteigerung auch nicht. Schlaf kann ich aber verkaufen. Infravision. Person bezaubern. Sprühende Farben. Netz. Kalte Hand. Schmieren. Blindheit. Brennende Hände und Schockgriff. Flammenfall nicht. Freundschaft erstmal auch nicht. Den Ghoulgriff. Farbkugel, identifizieren nicht, Schild auch nicht, Schrecken auch nicht, so. Jetzt haben wir wieder etwas Ordnung hier. Ach ja, und den Stab der Furcht, den brauchen wir auch nicht, der ist mir zu gefährlich, so. Das kam wieder zu ihr zurück. Ich habe mich mittlerweile langsam an Safana gewöhnt, muss ich zugeben. Okay, im Fluch der Dummheit. Worum weißt du was, wir haben so viel Geld. In so einem Kaff. Fluch der Schwäche. Feuerschutzformel und Schutzformel gegen Untote. Mhm. Die beiden können da rein. Und der geht auch zu Kegain. Den packen wir in den nächstbesten Container. Ja? Warum wie ihr wohne wünscht. Ich bloß in so einem Kaff? Pfeile. Das sind immer 5er Stacks. Also 5, 10 sind 2 Stacks. Also 16 Stacks. Machen wir mal 32. Ja. Dann nochmal 16. Da haben wir wieder 3 Stacks Pfeile für Safana, sobald sie alles leer geschossen hat. Da nehme ich auch mal 32. Und Kugel plus 1 nehme ich auch mal 32. So.
Gut. So, dass wir mal ein bisschen uns upgraden, wie was die Munition angeht. Ihr braucht nur zu fragen. Ja gut, ich hätte gucken können, ob er den Räuber-Skype mir noch abkauft, aber ist ja jetzt egal. So, das heißt, wir reisen hier hoch. Und speichern hier jetzt. Das wäre dann Let's Play 19. Let's Play 19. Und dann sehen wir uns gleich wieder.